Idealerweise nehmen wir die Stäbe, glaube ich, erstmal gleich schon mal mit. Konnte ich die noch erweitern? Oder ging das nur bis Stufe 2? Hey, die wollte ich nebeneinander haben. So. Gehen die noch bis Stufe 2? Nee, die gehen noch bis Stufe 3. Ich brauche nur sehr, sehr viel mehr Alter. Was ist der Federumhang? Den müssten wir... Den können wir noch... Der geht auch. Ah nee, geht nicht. Geht vielleicht irgendwann, aber nicht aktuell. Und dafür brauchen wir eh viel mehr Eiterbeulen. Also von daher müssen wir noch ganz viel sammeln. Ah, 16 braucht es dafür. Pff. Ja gut. Dafür auch jeweils. Ich habe schon überlegt, ob ich werde den Stab des Schutzes auf jeden Fall noch machen, ob ich den Totenbeschwörer noch haben möchte. Weiß ich nicht. Könnte hilfreich werden. Aber ich glaube, wir müssen erstmal unsere das hier alles erweitern. Also beziehungsweise unsere Rüstung. Weiß ich gerade nicht, wie viel ich dafür dann brauche. Schauen wir mal. Beim Aufwerten, weil die mit Alter durchzogene Hose ist noch nicht auf höchster Stufe. Da brauchen wir aber auch noch ein bisschen. Und die Mütze auch. So, das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen warten. Wie viel haben wir jetzt? 11. Sehr schön. Dann nehmen wir das mal. Und eins davon kennen wir jetzt schon. So. Wie sieht denn das überhaupt aus? Ich sehe nichts mehr. Muss wohl so. Ich bin blind, ich bin blind. Nein, alles gut. Uns geht's gut. Aber wir werden trotzdem erstmal die hier tragen. Wobei? Gut, wir müssen eh üben. Und wir gehen erstmal eine Runde auf Jagd. Oh, die müssen wir auch noch braten. Dann müssen wir noch Zeug braten. Ich würde sagen, wir gehen auch ein bisschen auf Jagd, weil damit wir den Eisstab, den hätte ich nämlich auf jeden Fall gerne, damit wir den auf die höchste Stufe kriegen, brauchen wir auf jeden Fall noch mal ein paar Eisblasen. Das heißt also, wir müssen auf jeden Fall noch mal ins Gebirge. Im Zweifel können wir da auch schon mal üben, was Schießen angeht. Aber mehr als 3 Holz werden wir erstmal nicht brauchen. Ich will jetzt nicht zu viel verbraten. Ich habe auch keine Lust, hier Wälder abholzen zu gehen. Nur um ein bisschen was zu kochen hier. So. Wie sieht es denn hier drüben aus? Den Hühnern geht's gut. Die haben schon wieder ordentlich gelegt. Die haben wirklich ordentlich gelegt. Aufheben, aufheben. Aufheben. Die Eier sind eh zu kalt. Da hinten ist noch ein Ei. Hier ist noch ein Ei. Auch zu kalt. Hier ist ein Ei. Haben die gar keinen Weizen mehr? Keine Gerste mehr? Ist die schon wieder aufgegessen? Leute. Und hier ist noch ein Ei. Ich meine, wir haben immerhin ein Küken. Sag ich mal. So. 2 Küken. Und da draußen ist ein Huhn. Eine Henne ohne Namen. Okay. Die können wir uns dann mal irgendwann herausholen. Oh, perfektes Timing. Wie viele Eier haben wir jetzt? 11 Stück. Wow. Also wir können auf jeden Fall noch ein paar Omelettes machen. Gar kein Problem. Die werden wir auch brauchen. Hier sind keine Eier mehr. So. Haufenweise Pilzomelettes. Weil von der Ausdauer her sind die echt gut. Hallo, Mr. Bade. How are you today? Good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Sonnenschein. Oh Gott. So, jetzt werde ich.
Manchmal frage ich mich ja, womit das Essen gefüllt ist. Mit Hefe oder so? Das sieht immer so opiert. You're not awake? Oh. Well then. Make yourself at home. Get yourself comfy. And get awake slowly. Wir brauchen wieder mal Brote. Wenn das so weitergeht. Okay, ab in die Eisregion. Ab in die Schneegegend. Hallo Drachi, da wollen wir hin. Let's wake up together. So, wir gehen jetzt mal runter auf... das ist leer, leer und leer. Warum sind hier drei Truhen? Da können wir ein paar nochmal irgendwann einstampfen. So, letztes Mal, als wir hier waren, war ein Golem. Da kommt ja wie gerufen. Ups. Oh. Okay, so funktioniert das also. Das kann auch ein bisschen dauern, bis ich das gelernt habe. Aber ich will ja eigentlich nur diesen da. Ich will den da. Oh, warten schon wieder die Ausdauer weg. Wie schnell das immer geht. Ist unglaublich. Da haben wir eine. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt noch brauchen. Wir sammeln einfach ein paar ein. Vielleicht können wir da noch ein bisschen Augencreme machen. Bin noch schön doof. Jetzt sind wir schon hier und ich nehme das Licht mit, statt einem Dings. Hallo Wölfchen, du kommst ja auch schön. Nehme ich auch. Wir nehmen alles an Zeug mit, was wir hier kriegen können heute. Wolfsfleisch, Eisblasen. Notfalls den einen Golem vom letzten Mal. Aber der darf eigentlich gerne da bleiben, wo er ist. Überleg schon, ob wir eventuell nicht hier nochmal ein bisschen Obsidian mitnehmen sollen. Drüber? What? Wow! Da flog er hin. Wo ist er hin? Hallo? Wo ist der jetzt gestorben? Ist der hier drinne krepiert? Hallo? Mein Loot ist weg. Aber da unten ist ein Ei. Ei brauchen wir nicht. Ei haben wir schon. Das kann man nicht kochen. So ein riesen Drachenomelett wäre zwar cool. Ist ja oben irgendwo kopiert. Das ist ja jetzt blöd. Happy Golfing. Thank you. All in one in this case. Except I can't find the golf ball anymore. Da oben ist ein Golem, okay. Wie will man den da? Erwischt! Kriege ich diesmal das Loot oder wieder nicht? Ich weiß immer noch nicht, wo der andere gelandet ist. Oh, Wölfchen. Oh oh. Wow. Okay. Okay. Wir müssen ja eben. Ich probiere mal den mal aus. Oh. Okay. Muss sagen, Feuer gefällt mir besser bei dem. Macht nicht viel Schaden, ich gebe es dazu. Elementarmagie auf 3. Jawohl. Jawohl. Aber es macht immer noch mehr Schaden, als was ich sonst machen würde wahrscheinlich. Von daher ist es ganz gut, wenn wir damit einfach ein bisschen üben. Hallo, Bibo!
Joink. Macht das richtig Spaß, gegen den Golem anzutreten. Okay. Wenn man dann so schön Abstand hat. Macht ja richtig Laune. Jawohl. Gut, 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 gut. Passt. Einmal noch. Ein einziger Schuss noch. Und dann fällt er auseinander. Jawohl. Mit den Zehen brauchen wir eh nicht so viele. Nehmen lieber die Kristalle mit. So, ich bin aber eigentlich wegen Frostblasen hier. Also, Bogen raus, Drachen suchen. Wo sind die, meine Drachis? Gibt denn hier, achso. Dann wollen wir mal schauen. Nee, wie gesagt. Stäbe auf höchste Stufe. Wir werden auf jeden Fall noch eine Menge Eiter basteln müssen. Magie üben, so wie weit wie es geht. Und dann schauen wir mal, was wir heute noch alle hier hinbekommen. Oh. Du darfst gerne da oben bleiben. Ich suche was anderes. Aber das, was ich suche, ist gerade nicht hier. Ein Hoch auf den Federumhang und auf Federfallen. Mag ich sehr. Drüben sind wir noch nie gewesen, kann das sein? Sieht so unaufgedeckt aus. Von hier. Oh, hier ist noch eine Höhle? Hi, Wölfchen. Obwohl es Schneegebiet ist, ist es denen trotzdem kalt mit dem Ding. Oh. Das tut mich leid. Haben wir noch einen? Sieht nicht so aus. Wusstest du nicht, dass hier noch eine Höhle ist? Das ist ja perfekt. Also zum Üben. Perfekt zum Üben. Davon mal abgesehen, dass wir das hier vielleicht dann doch anziehen können. Ich hoffe nur, uns wird jetzt nicht kalt. So. So. Und dann haben wir noch ein bisschen Platz. Und dann hauen wir den paar Feuerbälle um die Ohren. Oh. Wobei, wir haben hier Fledermäuse, ne? Das macht ja dann auch nicht unbedingt viel Sinn. Das ist spannend. Wobei, jetzt ist das Licht doch ganz praktisch. Dann sieht man hier unten wenigstens was. War wahrscheinlich ein bisschen Overkill. Fledermaus, Feuerball. Okay. Hm? Yeah. Da kommt man nicht lang, ne? Jetzt zu. Ja. Yep. Sonst sind sie es ja immer gewesen, die einen hier mit Feuer irgendwie angegriffen haben. Heute kriegen die mal einen wieder. Okay, hier haben wir eine Flinersplaue, die wir gerade nicht aufnehmen können. So, was, dann hauen wir das mal weg. Wir nehmen das noch mit. Dann haben wir eh viel zu wenig. Das ist sehr spannend. So eine Höhle habe ich hier auch noch nicht gesehen. Dass es erst rauf und dann wieder runter, oder erst runter und dann wieder rauf geht. Aber das gefällt mir sehr. Wer ist da? Beide mit einmal, das ist ja irre. Und hier vorbei? Ja, komm ich. Also ich nehme gerne die Münzen. Und Schweif haben wir schon. Merci für die Münzen. Ups. Nicht ganz, was ich wollte, aber egal. Aber hier,
Noch irgendwas, was wir wegwerfen können? Ich denke nicht. Platz geschaffen haben wir schon. Und dass es hier solche Truhen gibt, ist mir auch neu. Hallöchen, alle. Und alle? Ich weiß gar nicht mehr, wofür man diese Krallen eigentlich braucht. Will jetzt hier eigentlich auch nicht liegen lassen. So, warte, wir lassen mal den Hammer hier. Wir haben genug Holz, dass wir zu Hause nochmal einen Hammer bauen können. Das ist gar kein Problem. Ja, kein Problem. So, okay, dann sind wir hier durch. Das ging schnell. Kristalle. Haben wir. Schade, dass man die nicht so wieder aufbauen kann, wie sie hier sind. Das wäre natürlich noch geiler. Dass man sich die als Deko irgendwo zu Hause hinstellt. Am besten nehmen die Steingolem-Trophäe. So. Wie geht's euch, Joa? Wie geht's euch denn so, jetzt wo es so arschkalt ist? Na? Okay, die will nicht. Ein ganzes Rudel. Und die schlafen da. Schlaft weiter. Das war jetzt gemein, oder? Die haben mir gar nichts getan. Und ich hau einfach drauf. Das ist eine sehr spannende Höhle, so wie die geformt ist. Wo geht's hier hin? Nirgendwo. Ach, wie schön. Das war's? Gut, dann war's. Ups. Muss man auch mal erstmal schaffen, mit einer Spitzhacke eine Fledermaus erwischen. Die sind so wuselig eigentlich. Hallo. Super. Sehr schön. Wir können gehen. Wir sind hier fertig. War ja eigentlich auf Drachenjagd. Moment. Kann man ja trotzdem mal... Höhle? Ups. Falscher Knopf. Höhle? So, das wollte ich. Einfach nur markieren, dass wir hier schon waren. Wo sind sie denn, die Drachis? Da sein. Drachi? Was ist er denn jetzt? Ich weiß, ich habe ihn nicht erwischt. Wo ist er? Wo ist er hin? Ja, schön, dass es hier noch ein Drachenei gibt, aber wo ist er? Das wiegelte die. Hey! Nicht bewegen, ich muss dich doch schießen. Ja, ja. Du mich auch. Tut mir ja leid, ich brauche deine Blasen. Och nö, da ist schon wieder ein Golem. Den wollte ich eigentlich nicht. Lieber nämlich noch ein paar Wölfchen. Da ist einer. Volltreffer. Volltreffer. Direkt am Abhang. Yay, da komme ich doch wieder nicht ran. Stimmt's? Da komme ich doch nicht ran. Oder doch. Also. Wie viele haben wir jetzt? Vier Stück. Wieder nicht rauf hier. Vielleicht haben wir ja Glück und finden doch ein paar. Oh, guck an. Der Düsterwald von hier oben sieht schon echt nice aus. Hab ich mich gerade schon. Aber es ist nur ein Baum. So. Dann kann man hier auch mal den letzten Gipfel aufforschen. Da oben flattert was. Ich will doch nicht ein Drachi sein. Ups. Das war ja sowas von daneben. Jetzt schön stillhalten, okay? Ich muss treffen.
Was bist du denn? Das scheint mir ein Werwolf zu sein hier. Ja, auch noch nie gesehen. Ein Feenring! Wo ist er hingesprungen? Wo ist er hin? Schön, dass hier die Frostblasen sind, aber wo ist der hingesprungen jetzt? Hallo? Ich glaube, das da unten ist er. Gewesen. Ja, hier ist nur noch ein Zahn übrig. Ups. Ups. Peter, Lena, Hallöchen. Willkommen bei uns. Guten Morgen. Ja, willkommen bei uns. Ich bin die Gamer-Hexe für die, die mich noch nicht kennen. Und ich bin hier gerade einfach nur auf der Suche nach Frostblasen. Und jage auch sonst einfach alles, was gerade uns hier vor die Flinte läuft. Beziehungsweise vor den Magierstab, damit wir ein bisschen Magie üben können. Da fangen wir nämlich heute gerade erst an. Läuft ja schon mal soweit ganz gut. Also der Feuerstab ist bisher mein absoluter Liebling. Aber ich glaube, es liegt eher am Biom. Nicht unbedingt daran, dass er wirklich hundertprozentig besser ist. Die Erfahrung muss ich aber auch noch erst machen. Mal gucken. Ah! Ja, supi! Kommst ja die Guten. Ich brauch dich. Also nicht dich, aber deine Blasen. Na ja. Ah, daneben. Ausdauer, Ausdauer. Das ist bei mir ein grundsätzliches Problem. Ich habe kaum Ausdauer. Nicht wegfliegen! Ich will deine Brustblasen. Wir kriegen das hin. Kein Problem. Sag ich ja. Warum müssen die mit dem Berg runterkullern? Ist doch ruhig. Ah, da unten ist der Boden. Okay. Gut, dass der schon weitergewandert ist, dann wandern wir wieder hoch. Ich mag den nicht. Hatten wir die Hütte schon? War hier schon ewig nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was wir schon alles hatten und was nicht. Ich meine, im Zweifel. Oh! Rostpfeile. Okay, ich muss hier nochmal her. Wir müssen nochmal nach Hause und, wir müssen das dann nochmal holen hier. Ich glaube, irgendwie. Oder? Nimm mal jemand? Nee, ich glaube nicht. Ja, gut. Lernen wir hier tatsächlich nochmal neue Ecken kennen. Ich habe hier auch nochmal eine Höhle gefunden, von der ich nichts wusste. Was kommt als nächstes? Ich meine, die Frostpfeile kommen ja wie gerufen. Die sammle ich ja eh gerade noch. Vielleicht können wir aus den restlichen Frostblasen dann auch noch. Oh, hi. Nehmen wir dafür mal die Eisdinger. Was liegt hier? Das sind jetzt die Knochen und das ist ein Schädel. Okay, nee, das brauchen wir nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Oh! Das ist cool. Ja, richtig Spaß. Was ist hier los? Oh, einer von denen. Ja gut. Ist ja halb so wild. Wer sollte denn da auf der Decke liegen in der Cam? Eine meiner Katzen. Ich habe zwei Kater. Nice. Ich habe zwei Kater. Aber die sind halt nicht immer vor der Kamera. Die sind in der Hinsicht sehr launisch. Aber eigentlich wäre es eine Katzencam, ja. Eigentlich. Wo ist eigentlich? Da ist die Base. Okay, wir sind hier fast einmal rum. Hat zwei Mädchen, dreifarbig und ein Jahr alt. Oh, wie süß. Ja, meine beiden sind komplett schwarz. Also bis auf Bings. Ist komplett schwarz und Salem hat zumindest ein paar weiße Härchen vorne am Latz. Oh nice, das war ein guter Schuss. Und da ist die Blase. Meine sind mittlerweile, warte mal, 2012 geboren, dann sind die jetzt 11 Jahre alt. Fast 12. Also auch noch nicht so alt. Aber ich habe meine vor 5 Jahren aus dem Tierheim geholt.
Wie lange sind die hier schon? Bisschen schüchtern. Aber ansonsten eigentlich ganz lieb. Die machen überhaupt keinen Blödsinn. Hat man ja auch selten, ne? Dass ein paar Tiere gar keinen Blödsinn machen. Gerade wenn man sie aus dem Tierheim holt, du weißt eh nie, was du kriegst. Oh, Hallöchen. Du brennst. Wieder nur ein Zahn. Naja, was soll's. Oh oh. Olem. Bäbchen! Das ist so mies, oder? Oh. Der mir meine Beute streitig, das finde ich nicht okay. Ich will mein Fleisch. Klar. Okay, den Kopf nicht unbedingt. Nicht wundern, das ist hier ja nur zum Üben. Solange wie der mich in die umbringt, ist alles okay. Aber ich sollte vielleicht mal ein bisschen auf meine Gesundheit achten. Du darfst mich nicht hauen. Das lasse ich ja gar nicht zu. Alles klar. Wir werden immer besser mit unserer Magie. Das ist gut. Das ist gut. Das muss auch so sein. Sonst haben wir nachher bei der Queen noch ein Problem. Mal eine Runde von Latz und gut ist. So. Der Golem ist tot. Der Golem ist tot. Nein, Nietzsche, der Golem ist tot. Ah. Okay. Hier sehe ich gerade nichts flattern. Ich dachte immer so, pro Nest sind es ein paar mehr von diesen Drachen, aber den ist wohl doch nicht so. Es ist immer wieder erstaunlich, wenn man bedenkt, wie weit man mittlerweile in diesem Spiel gekommen ist. Weil so kommst bist du neu in dem Gebiet, man struggelt so hart. Und jetzt ist man halt schon in den Nebellanden, man ist ganz andere Sachen gewöhnt. Und man denkt sich so, ist ja hier ein Spaziergang. Auch bei Nacht. Was ist da los? Haben wir in der Höhle da oben schon? Ah, wahrscheinlich, ne? So dicht wie die hier an meiner Base dran ist, könnte ich mir das gut vorstellen. Nee, immer wieder spannend, sowas. Bremsen? Nee. Löffchen! Aus euch mache ich lecker Spießchen! So. Oh. Gut, jetzt haben wir's. Fällt da hin? Er bleibt da oben. Okay. Perfekt.